So, hallo und herzlich willkommen zum ersten Video jetzt auch von den kleinen Terrorhasen und den zwei kleinen Schlimmern. Und die machen schon kaputt. Und zwar haben wir schon im Titel gelesen, dass wir jetzt ein kleines Geheges-Umstyling machen. Oh Gott, hat das da reingeschüttet. Ich hasse es, wenn das passiert. Wir müssen uns unbedingt was einfallen lassen. Und irgendjemand hat das da aufgemacht. Das heißt, sie hatten sie ganze Nacht offen. Wir werden ein bisschen Ordnung machen, Heu auffüllen. Die warten hauptsächlich hier auf Essen. Ei. Das Gehege geht bis da von hier. Und da ist ein Meerschweinchen. Und hinten ist auch ein Meerschweinchen. Also hier leben insgesamt die zwei. Krümmel und Schiller. Und die Hamster, Lilly und... Hamster sage ich schon, Meerschweinchen. Lilly und Potte. Ich hole jetzt noch ein paar Sachen, die zuständig sind, um das Gehege hier auf Vordermann zu bringen. So, dann gehen wir hier rein. Da ist schon eine Kleine, die ausbüchsen möchte hier. Ja. Und so sind hier ein paar Sachen, die wir noch ausbüchsen müssen. Wie gesagt, ich regne jetzt ständig rein. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Nicht wundern, dass hier ein Netz hängt. Hier ein Netz, dann hatten wir eine Weinrebe. Die haben jetzt runtergekürzt, aber die war bis übers Gehege gewachsen. War toll für die Kaninchen, weil die eben viel Schatten hier hatten. Och, der hinten beschwert sich, weil er eingesperrt ist. Dazu kommen wir auch gleich. Und zwar muss die Tür neu gemacht werden, weil wir einen kleinen Kameraden namens Puschel haben, der die Tür nach innen aufdrückt und dann durch diesen Schlitz durchhüpft und im Garten rumrennt. Ja! Ja, könnt ihr euch vorstellen. Hier war mal Rasen. Der ist ja auch nicht mehr. So. Und, oh wow. Das kann ich ja auch gleich raus entfernen. Das ist zu gefährlich. Das war mal ein Teller, der jetzt auch kaputt ist. Nam nam nam, lecker. Das war die Weinrebe. Damit ihr euch das Ausmaß vorstellen könnt. Die haben wir jetzt hier hingeschmissen, damit es zu einem Haufen wird. Das ist unser Komposthaufen, kann man sagen. Da ist die Krümel. Ja. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen umrollen. Oh, das ist mal von den Erfern so ein Rollen Fun gewesen. Wir haben ein paar Buddelproblemchen gehabt, aber zur Zeit geht's. Oh Gott, das ist so gefährlich, was die da gerade machen. Und so hatte ich jetzt ein paar Sachen von den Mäusen, die ich nicht mehr benutze, beziehungsweise wegen Nadelholz. Und solange da keine Nägel rausgucken, habe ich gesagt, still ist den Vieren raus. Ich werde das jetzt aber erstmal hier mit Stroh füllen und hier das Stroh entfernen. So, jetzt gibt es einen kleinen Zwischenstand. Alles mit Stroh gefüllt. Was machen die? Kann ich natürlich erstmal Stroh aufessen. Hier habe ich jetzt wieder die Tür weiter aufmachbar gemacht. Das muss man ab und zu eben machen, wenn man hier Erde hat. Obwohl das hier gerade, wie ich sehe, am Stein liegt. Aber wir werden da so eine komplett neue Tür machen. Regt natürlich auf, aber was soll man machen? Hab da jetzt ein bisschen Löcher mitgefüllt. Mache ich immer so. Der nächste Schritt wird sein, dass ich jetzt die Röhre vom Matsch befreie. Und hier den Stein, wo man da drin liegt, raushole. Und hier die ganzen Röhren mit Stroh fülle. Ich werde hier alles jetzt ausstrohen. Es kommt nämlich der Winter. Ja, das ist jetzt erstmal der nächste Schritt und ich glaube, ich mache hier noch Heu rein, damit die mal ein bisschen aufhören, das zu fressen. Ich glaube, ich benutze das Teil hier für die Raufe da hinten. Sieht nicht mehr so geil aus. Die auch nicht. Aber, ja, die kommt jetzt rein und dann kriegen die da Heu rein. Ja. So, wie man erkennt, alles mit Stroh gefüllt. Da unten habe ich Heu rein und oben diese weiße Heuraufe. Den Stein muss ich anders da platzieren. Das ist mir zu gefährlich. Das ist ja nicht scharf hier.
die Kante, aber trotzdem. Das hat mir jemals Übersprung genommen. Das war mein Tunnel, den die Kleinen aber zerstört hatten. Machen wir das hier hin. Würde ich sagen. So. Müssen wir hier ein bisschen Steine entfernen. Denn ich möchte das hier ein bisschen anders da machen. Und zwar musst du das einmal zumachen. Und das ist mir mit dem Zaun hier ein bisschen zu gefährlich. Deswegen ich jetzt versuche, dieses Heuhäuslein hier runter zu stecken. Müsste gehen. Und das fülle ich auch nochmal auf. Ja, nächster Schritt. So, das Heuhaus steht. Mein Hund ist rausgekommen. Die ist kein Fan von dem Meerschweinchen. Und ich hoffe, sie reißt sich zusammen. Aber wie hier immer reinspringt. Und schon hat sie wieder Dreck im Fell. Ach ja. Hat das dieses Holzbrett davor geklemmt. Damit es auch hält. Ganze rein und raus. Ist jetzt mit Heu gefüllt. Nicht wundern, dass ich ein bisschen schniefe. Ich habe nämlich eine Heuallergie. Ich weiß, ziemlich unpraktisch, wenn man Kaninchen hält. Aber ja, was soll man machen? Ich mache das trotzdem, weil ich mich nicht von meiner Allergie irgendwie da eingrenzen möchte. Wir werden jetzt die, ups, richtig fast getroffen, Krümmel, die Ebenen platzieren. Davon möchte ich eine reinstellen, damit sie auch im Hauptsache, die essen die Ebene auf. Dafür ist sie nicht gedacht zum Essen. Das sollt ihr euch draufstellen. Hier, hallo. Ihr kriegt gleich Essen. Man könnte meinen, ihr fällt vom Fleisch. So. Da könnt ihr jetzt drauf, wenn ihr wollt. Genau, sie hat es verstanden. Darf ich hier die Tür wieder schließen? Dankeschön, hallo. Ach, schon springt mein Hund wieder gegen die Türen. Peaches, lass es. Wie gesagt, mit den Kaninchen ist nichts, aber die hat irgendwie einen Hass gegen die Meerschweinchen. Ja. Die Lilly. So. Die andere Ebene möchte ich draußen platzieren. War finish das Eck jetzt hier. Obwohl, das ist mir zu gefährlich, das an den Zaun zu stellen. Das ist mir zu gefährlich. Das stelle ich dann lieber hier hin. Obwohl, das Haus war, glaube ich, sogar höher, oder? Ja, komm. Ich merke schon, wenn meine Kaninchen im Garten rumhüpfen. Die Meerschweinchen springen jetzt nicht, aber... Peaches, lass es! Nein! Ich muss mich da unbedingt dran gewöhnen. Ich sind aber jetzt schon seit 2 Monaten hier, die Meerschweinchen, und die macht das immer noch. Für den Kaninchen geht's. So, wo platzieren wir die hier? Die würde ich hier so mittig platzieren. Dann muss ich aber kurz wieder weglegen. So, jetzt habe ich den gerade ein bisschen Kohlrabi-Blätter reingemacht. Oh, die zwei sind hungrig. Die zwei sind hungrig. Und da kommt auch gar keine Fröschtags hier. Aber wie ihr seht, hat das Auge von Krummel, sieht schon um einiges besser aus. Hier, das Fell ist auch gut nachgewachsen. Da ist ihr gesundes Auge und da ist jetzt ihr nicht vorhandenes Auge. Sie kommt auch super damit klar. Anfangs gab es ein paar Schwierigkeiten, dass sie gegen Sachen gestoßen ist, aber jetzt hat sie den Dreh raus. Hier. So. Und ja. Sieht auch super aus. Finde ich. Oh, so Knutschgesichter. Zwei Knutschgesichter. Obwohl das beide Zwergkaninchen sind, ist die Krümmel ein Stück kleiner als Chiller. Also sehen wir, das ist Krümmel, das ist Chiller, aber ein ganzes Vorstellungsvideo von meinen ganzen Tieren hatte ich da so mal vor. Es geht hier nicht nur meine Zerrennmäuse Yuki und Lakritz, sondern hier auch Krümmel und Chilla, die zwei Terror,
Hasen. Die Meerschweinchen leben hier mit, sind aber nicht meine, sondern gehören meinen Geschwistern. Aber natürlich füttern wir sie alle zusammen, wir wechseln uns einmal ab. Die Arm kriegt gar nichts ab. Der Puschel da hinten regt sich auch auf, weil er nichts kriegt, aber den fütter ich auch gleich. So sieht das Gehege jetzt aus. Ist ausgefüttert, Heu steht. Ja, eigentlich sind wir dann auch fertig. Und da hört ihr die Peaches in voller Aktion. Die hat gerade ihre 5 Minuten und rennt durch den ganzen Garten. Dann beende ich hier mit dem chaotischen Ende mal das Video, füttert die alle noch, schmeißt den rein, Tränken werden gefüllt. Und dann sehen wir uns einen der nächsten Videos. Die kriegt sich gerade gar nicht mehr ein. Bis zum nächsten Mal.